Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute machen wir was ganz Besonderes und zwar werden wir eine Challenge mit einem Ei in der Hand machen. Okay, verstehe ich nicht. Also es ist richtig bescheuert und zwar hat mir jemand geschrieben, dass ich doch mal ein Video machen soll, nur mit einer Hand den ganzen Stallalltag, aber damit es wirklich fair ist und ich nicht plötzlich dann die andere Hand auch noch verwende, muss ich ein Ei in die Hand nehmen. Ein okay. Rohes Ei. Jetzt verstehe ich. Hier sind auf jeden Fall die Eier. Ich hoffe, du brauchst nur eins, weil sonst wäre das echt Verschwendung. Das stimmt. So. Und ich jetzt sagen, schon so fallen lassen. Nein. Top, die Wette gilt. Damit hast du dich dafür entschieden, heute die rechte Hand zu verwenden. Vielleicht drehen wir nochmal irgendwann ein Video, wo du nur die linke verwenden darfst. Ja, okay. Heute verwende ich die rechte aber auf jeden Fall. Du darfst das dann auch nicht tauschen. Du darfst dann nur die rechte Hand benutzen. Okay. Dann mal los. Zieh erstmal meine Jacke aus. Mega dumm. Nur mit einer Hand aber, oh, ne? Oh Gott! Ja. Ja, und jetzt? Nein, Hella, nur ach mit so, einer Hand. Hä? Das ist ja richtig komisch. Ja. Ich glaube, die muss irgendwie so verbunden werden noch. So mit so einem Tesafilm, damit ich wirklich Mann. Nur eine Hand habe. Nur weil du so. Eine Hand hast, heißt das nicht, dass du das trotzdem benutzen darfst. Ich würde sagen, wir müssen als allererstes bei den Ponys im Heu auffüllen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, ehrlich gesagt. Mit einer Hand. Mit einer Hand. Die Karre überhaupt zu nehmen. Du hast ja schon mal ein bisschen geübt, als wir aneinander gefesselt waren. Da konntest du ja auch alles nur mit einer Hand machen. Das und stimmt. Hattest meine unfähige Hand auch noch dabei. Hä, aber darf ich dann meinen Arm benutzen? Nein, alles mit einer Hand. Hä? Ja, aber der Arm. Okay. Den darf ich ja benutzen. Aber die Hand darfst du nicht benutzen. Ja, die Hand benutze ich nicht. Eigentlich darfst du die Hand nicht benutzen, den ganzen Arm eigentlich nicht. Du musst den eigentlich so theoretisch hinterm Rücken festbinden. Du kannst die baumeln lassen, aber du darfst die Hand nicht benutzen. Ich werde mir jetzt erstmal eine Karre nehmen. Was für ein Fail. Oh Mann, das kann echt ein langer Stelltag werden. Ja, wow. Und jetzt auf einem Bein hüpfen. Das geht nicht. Yes! Sorry, nein. Das ist ja richtig anstrengend. Ich gebe dir mal einen Tipp. Also ich würde die jetzt so nehmen und einfach ziehen. Ja, okay, das ist eine gute Idee. Da lernst du mal heute ein bisschen ausbalancieren. Wie soll das gleich mit dem Heu drin werden? Ich weiß es nicht. Oh, da hat der Ellbogen aber ein bisschen mitgeholfen. Der darf ja auch benutzt werden. Nein, haben wir gesagt nicht. Doch, doch. Ich mache meine eigenen Regeln. Das Ei ist bestimmt gekocht am Ende des Videos in deiner Hand. Bestimmt. Kannst du ja dann kosten am Ende. Nein. Das können wir aber ganz am Ende braten, das Ei. Oh nein, ey. Leute, noch nie sowas. Oh! Oh! Das war ganz knapp. Es geht einfach nicht. Ich hätte mir jetzt so eine große Karre nehmen sollen, aber da bleibe ich dann auch im Matsch einfach. Ja, die hat zwei Räder, das wäre schlau. Aber so geht's auch. Ah, meine Hand tut so weh. Yes. Yes. Wow. Sehr gut, sehr gut. Oh nee, aua, aua. Morgen will ich erstmal Muskelkater in der Hand und in dem Arm haben. Nur in dem einen Arm. Morgen hast du so einen richtig fetten Arm und der andere so Spargel. Ja. Oh. Oh. Gott. Schau mal, Valentine kommt schon angerannt. Ja. Ah, ich komme. Ah, Rückenschmerzen, der ist auch schon geworfen. Ey, chill mal da, kleiner Mann. Ich mach dir sogar mal auf. Vielleicht essen die heute einfach hier aus der Karre. Ja. Dann musst du es nicht mehr da durch den Matsch ziehen. Oh mein Gott. Das schaffe ich ja nie im Leben, diesen Weg. Hella, häng vielleicht das da so rein und dann hängst du das über deine Schulter und nimmst mit der anderen Hand. Oh mein Gott. Was? Valentino hat gerade ausgetreten nach Gollum. Och, Valentino. Probier es mal aus. Vielleicht hilft das ja. So meinst ja. Du. Yes. Das klappt. Ja, ihr bekommt alle was. Valentino, du bist der gefräßigste von allen. Was ist das halt? Essen auf Rädern. Och nee. Ich bleib hier außen stehen. Hella, wieso ziehst du nicht einfach mal die Stallschuhe an, die ich dir geschenkt habe? Die sind noch zu warm. Ah, oh. Stimmt, ich habe schon fast vergessen, dass du hier alles mit einer Hand heute machen musst. Leute, ich weiß nicht, wie ich diesen Tag hier aushalten soll. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Oh, das wird halt so ewig dauern alles. Vor allen Dingen will ich nicht die Hälfte hier verlieren. Ja, das wäre Verschwendung. Aber du solltest auch nicht das Ei kaputt machen. Das wäre auch Verschwendung. Wie soll man das hier mit einer Hand da reinmachen? Ah, das geht nicht, Tom. Ich muss die Challenge hier abbrechen. Noch nie so schwer. Was? Bei der ersten Aufgabe. Bei der ersten Aufgabe, Hella. Ich glaube, du hast auch die schwerste Aufgabe als erstes jetzt erledigt. Hängt ja oben drin. Das geht nicht. Das geht nicht mit einer Hand. Okay, ich zeig's jetzt einmal, dass es mit einer Hand geht. Soll. Geh mal da aus dem Weg. Nein, nein. Ja, oh nein. So, Hella. Oh, das ist echt schwer. Mit einer Hand gefilmt und mit der anderen Hand. Mit einer Hand. Mega gut. Oh nein, Hella, du darfst nachher meine Schuhe putzen. Ja, wieso tue ich mir das immer an? Erste Challenge geschafft. Ich hätte es nicht hingekriegt. Wirklich, ich hätte es nicht hingekriegt. Boah. Das ist viel zu schwer, ey. Wundert euch nicht, dass ich so komisch bin. Das muss über deine Schulter hängen. Hallo, das geht nicht. So. Oh.
Tom, es geht nicht. Ein Haken. Das wird ja Ewigkeiten dauern, dieses Video. Wenigstens sind die brav und fressen auch das Heu vom Boden. Okay, machst du auf. Also Karren mit einer Hand ist echt räudig. Gut, dass ich dir so gute Tipps gebe, ne? Muss der Heusack von Gollum nicht auch noch gestoppt werden? Ja, und vor allen Dingen, das kriege ich wirklich nicht hin mit einer Hand. Ja, hol den Heusack direkt raus. Nee, sorry, das mache ich jetzt noch nicht. Das mache ich am Ende. Kann ich mehr. Heu reicht für mich für heute. Oh, ich kann halt jetzt schon nicht mehr, wirklich. Also, ich bin so fertig jetzt schon. Kann nicht sein. Und das ist gerade mal der Anfang. Ja. Was machst du jetzt? Ich häng jetzt das Halfter zurück und dann werde ich mir Gollum fertig machen, denke ich. Wie viele Halfter willst du nehmen? Achso, du nimmst den Strick. Nee, ich nehme jetzt dieses schöne Halfter. Mhm. Und mach da diesen Strick dran. Der Gollum kommt auch schon her. Brav. Hallo. Und dann werde ich ihn heute ein bisschen reiten. Ich darf zwar nicht viel reiten, aber wenigstens noch ein bisschen reiten, ne, Gollum? Endlich sieht man dich mal wieder auf dem Pferd. So, warte. Sieht ja gar nicht gut. Ja, Gollum, wir sind alle verstört von dieser Challenge. Es geht nicht. Wie viele Joker habe ich heute? Das geht, Hella. Das geht nicht, wie du siehst. Wetten, wenn ich das jetzt machen würde, ich würde es wieder hinbekommen. Guck. Ja. Sehr gut. Das ist alles möglich, wenn man es nur will. Mach du das mal. Das ist so schwierig. Nö, dein YouTube-Kanal. So. Okay, Gollum. Let's go. Ich frage mich, wie du überhaupt mit einer Hand heute reiten willst. Das frage ich mich auch. Wow. Geübt. Yes, das ging gut. Sehr jetzt hole ich meine Putztasche. Okay, das ging auch sehr gut. Einfach nur die Putztasche greifen und mitnehmen. Ich trage die sonst auch nur mit einer Hand. Du wirst nachher so einen langen Arm haben, Hella. Ich glaub's auch, leider. Wie willst du die Hufe auskratzen? Gar nicht, wahrscheinlich. Erstmal ein bisschen Winterfell loswerden, ne, Gollum? Winterfell loswerden? Ja, schönes Sommerfell. Sorry. Willst du ein Ei? Oh, stell dir vor, hätte da reingebissen. Das wäre nicht gut gewesen. Ah, mein Arm tut weh. Tom, ich meine, die Challenge, ich dachte, die macht richtig Spaß und dann ist das sowas. Oh, Hella, ich glaube, Gollum ist ein Malheur passiert. Oh Mann, jetzt muss ich das auch noch wegmachen. Challenge macht halt keinen Spaß mehr. Doch, ey, mir macht das total Spaß heute. Ah, das ist ja schön. Mehr als das aneinander gefesselt auf jeden Fall. Ach, das freut mich, weil du hier einfach nichts machen musst, außer die Kamera da zu halten. So, jetzt muss ich noch die Mähne kurz bürsten. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie soll ich die Hufen jetzt machen? Naja, die Vorderhufen können ja eh nicht ausgekratzt werden, nur die Hinterhufen. Wie machst du das gerade, Madame? Mit einer Hand. Echt jetzt? Ja, die hat er den einfach so gegeben? Ja, Leute, nicht nachmachen. Guck mal, er gibt den sogar schon. Der ist sauber. Schau mal, was für ein gutes Pferd Gollum ist. Er stellt den sogar ab. Ja. Oha, wie gut. Gut, ne? Wirklich gut. Super, Gollum. Er hilft mir richtig. Da ist nichts, Hella. Da ist diese Platte drunter. Der ist komplett sauber. Ich habe nie so Hufen ausgekratzt, wirklich. Ja, der ist aber komplett sauber. Gut. Und mal gucken, ob er den auch abstellt. Gut. Oha, Gollum mal von der ganz anderen Seite hier. Wie lieb er ist. Das war so gut jetzt. Schau mal, er lässt ihn immer noch so stehen. Ich hätte nie gedacht, dass du das schaffst, die Hufe zu putzen. Das ging echt besser als gedacht. Ja. Weil mein Pferd mithilft. Okay, jetzt kommt nur noch Äpfel wegmachen und satteln. Kriege ich easy mit einer Hand hin. Ja, stell dir vor, du hast irgendwann mal den Arm gebrochen. Dann musst du das auch mit einer Hand alles machen können. Boah, ey, ja, stimmt. Zum Glück hatte ich das noch nicht. Komm, wie glücklich wir einfach sein können, dass wir einfach zwei gesunde Arme haben. Ja. An sich, wenn man da nicht so einen älteren liegt. So. Das ging ja auch besser als gedacht irgendwie gerade. Leute, mein Arm wird abbrechen, glaube ich. Vor allem hängt er auch noch ganz unten. Oh mein Gott. Nicht, dass sein Rücken durchbricht. Oh. Es geht nicht. Oh mein Gott. Oh, ich krieg's nicht. Du tust mir irgendwie leid, Hella. Weil ich am Boden liege, gefühlt von der Sattelkammer. Mein Arm ist so schlapp, Tom. Ich krieg den nicht hoch. Ach, vor allem, ich kann nicht mehr. Das schaffst du, Hella. Du musst den weiter oben nehmen. Genau. So. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ich krieg den so niemals auf das Pferd drauf. Einmal kurz den hier hinhängen. Das geht nicht, Tom. Ah. Ich fass mit das an. Das geht wirklich nicht. Du tust mir leid. Mach den hoch, sonst lass ich den fallen. Ja, ich versuch's ja. Nee, gibst sorry. Du auf? Das geht nicht. Gibst du auf? Ich muss aufgeben. Nein. Ich krieg das nicht hoch. Nein, Hella. Ich krieg das du nicht hast doch nie eine Challenge aufgegeben. Ach, das ist zu schlimm. Wirklich, mein Arm kann nicht mehr. So kann ich das nicht aufs Pferd draufkriegen. Okay, wir bauen zwei Joker ein. Okay, dann benutze ich den jetzt beim Satteln. Okay, darfst du jetzt einmal nur für den Sattel das Ei aus der Hand kriegt doch kein Mensch. Also, ich finde den schon so mit zwei Händen halt
nicht gerade mega leicht. Also der ist schon leicht, aber mit einer Hand geht gar nicht. Geht gar nicht. Ist fertig gesattelt, Teller. Hier, yes. Das Ei. Nimm das Ei wieder in die Hand, schnell. Gut. So, Challenge kann weitergehen. Ich muss mir einen anderen Gurt nehmen, weil meiner einfach verloren gegangen ist. Ich bin ja jetzt Nein, Hella, der ist safe nicht verloren. Den hat irgendjemand sich einfach nur genommen, so wie du auch immer Sachen von anderen Leuten nimmst. Ja, ich musste mir jetzt auch einen anderen einfach nehmen. Ja. Weil es ging nicht anders. Irgendjemand hat den wirklich genommen. Ja, es ist ein Kreislauf hier im Stall. Einfach cry. Hella, ja, denk jetzt dran, geht's weiter. Du hast nur noch einen Joker. Ein Joker. Das schaffe ich ja niemals. Wie willst du überhaupt auf dein Pferd raufkommen? Wie möchte ich trensen? Wie will ich meine Stiefel anziehen? Oh no. Musst du auch noch die Gamasche mitnehmen? Du hättest auch einfach zweimal laufen können. Ja, aber das ist mir jetzt anstrengend. Finde ich gut, Hella. Du lernst. Hier, deine Stiefel habe ich mal mitgenommen. Danke. Oh, mein Helm hatte ich auch aus Versehen an dem Arm. Oh, muss heute wohl ohne Helm reiten. Ganz ehrlich, wir haben gesagt, ohne Hand. Und das ist der Arm, den darf ich verwenden, würde ich sagen. So, was steht an? Stiefel muss ich mir jetzt anziehen. Oh mein Gott. Ah, das geht ja noch. Heute ist so nices Wetter. Es hat die ganzen Tage geregnet und heute scheint die Sun. Soll ich diese Seite oben machen? Gar nicht. Toll, klappt richtig gut. Zieh dir doch den Pulli aus. Wow, guck. Wow. Du weißt dir zu helfen. Jetzt muss ich noch schnell die Gamaschen dran machen. Ja, Gollum, wundere dich einfach nicht. Es klappt! Gollum schläft hier halt in der Sonne. Ja, weil ich wahrscheinlich auch Ewigkeiten brauche mit dieser Taktik. Okay, jetzt muss ich nur noch mir einen Helm aufsetzen. Wie willst du dir nachher wieder einen Zopf machen? Gute Frage. Ich glaube, dafür wirst du den zweiten Joker verwenden. Aber ich würde mir den zweiten Joker aufbewahren für das Heunetz. Ja, ich brauche den auch noch für Valentino. Ich weiß ja noch nicht, was wir heute mit Valentino machen. Ich wollte erst Kutsche fahren, aber wie soll ich das hinkriegen? Nee, das ist zu gefährlich. Da steige ich nicht mit auf. Aha. Jetzt seht ihr, wie man einen Zopf mit einer Hand macht. Wie soll ich das denn machen? Einfach mal mit offenen Haaren reiten, Hella. Das geht nicht. Wieso nicht? Wir wollen sehen, wie du mit offenen Haaren reitest, Hella. Wie soll ich das halt auch machen mit einer Hand? Ich nehme das eine... So. Wow. Dann, ich weiß nicht, ich kann es auch nicht mit einer Hand. Oh Mann, Tom, es geht nicht. Setz einfach so den Helm auf. Ach Mann, was ist das denn? Wirklich. Tom, das ist so ein Fail. Das ganze Video ist so ein riesen Fail. Oh nee, Tom, das stört mich total mit den Haaren. Du musst mir jetzt einen Zopf machen. Okay, ich mach den Zopf. So, ich mache aber einen komischen Zopf. Aber besser irgendein Zopf als gar keiner. Oh nee, ey, wirklich, was ist das für ein Video? Geht das? Keine Ahnung. Wow, hast du schon mal in deinem ganzen Leben einen Zopf gemacht? Au, komm, der sieht richtig schlimm aus. Hella, sei froh, dass ich dir überhaupt helfe. Aua, und der spannt richtig. Ja, dann mach den lockerer. Ah, nee, sorry, du musst ihn nochmal rausmachen und weiter unten. Oh. Oder flechte mir einfach so einen Zopf, bitte. Nein. Bitte flechte mir so einen Zopf. Nein, Hella. Au. So, setz mal den Helm schon mal auf. Hä? Du hast beide Hände benutzt. Nein, habe ich nicht. Hella, Hand weg. Unglaublich. So. Also wenn ich jetzt ganz streng wäre, dann wäre das mein zweiter Joker. Nein, das ist nicht mein zweiter Joker. Kann mir einer sagen, wie ich jetzt trenzen soll? Das geht nicht. Hey, Gollum. Du hast so einen nicen Zopf heute, Hella. Ach Mann, das dauert ja Jahre heute. Ja, du brauchst einfach viel Geduld heute. Nicht weglaufen. Komm bitte hier rein. Oh, das fällt gleich hier runter von seinem Kopf. Ja, nee, Tom, du musst gegeben. Kurz helfen, das geht so Was nicht. Was ist denn? Das muss aufgemacht werden. Ich muss dir gefühlt bei allem helfen. Ja, das muss da drunter, aber er darf da ja wohl jetzt nicht ins Leder reinbeißen. Nee, er beißt einfach da rein. Ja? Nein, er beißt ins Leder. Nein, er beißt nicht ins Leder. Was würdest du nur ohne mich machen, Hella? Ja, es würde jetzt gar nichts gehen einfach. Das geht so nicht. Ich glaube, du würdest einfach beide Hände benutzen. Ja, das glaube ich auch. Ich weiß gar nicht, wie du im Stall hier immer alleine klarkommst. Mit zwei Händen geht das ganz gut. Es ist echt ein Albtraum, diese Challenge. Mann, der Arme. Wer, ich? Nein, Gollum, tut mir so leid. Warum Gollum? Weil er gequält wird. Warum wird er gequält? Für ihn ist entspannt. Nein. Doch, guck, er schnauft. Komm hoch, sonst kriegt es hier gar nicht mehr hin. Ich würde sagen, wir gehen einfach nur in eine entspannte Runde raus. Guck, Gollum hält wieder still und macht gut mit. Gutes Pferd, ausnahmsweise. Ausnahmsweise, das ist ja voll fies. Nicht, dass du gleich aus Wut das Ei zusammenquetscht. Ja. Könnte passieren heute. Ehrlich gesagt, nach dem Video werde ich es wahrscheinlich einfach zerquetschen. Ich so sauer bin. Einfach danach so eine Eiphobie. Nie wieder Eier essen, ey. Halt echt. Weil dich das immer an dieses Video erinnert. Oh, du hast so Glück, dass ihr diesen Tritt habt. Da, sonst würdest du nie im Leben auf den Gaul raufkommen. Vor allen Dingen, wie soll ich hier nachgurten? Das geht doch mit einer Hand. Das machst du auch vom Pferd aus auch mit einer Hand. Ja, es geht ja auch nicht anders. Und Gollum bleibt heute auch richtig gut stehen. Wow, ich habe dich fertig gemacht bekommen. Okay, Gollum, stopp. Wir brauchen noch eine Gerte.
Also Grüße gehen raus an den Zuschauer, der sich die Idee ausgedacht hat. War sehr ganz kreativ. Ganz schlimm, wirklich. So, viel Erfolg. Vor allem, was dachte ich mir dabei, so eine Idee dann auch noch zu machen? Ich dachte, es wird richtig witzig werden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist. Also ich glaube, für alle anderen außer dich ist es auch witzig. Ich finde es jedenfalls witzig. Ich finde es schlimm. Das ist halt auch so das zweite Mal nach Ewigkeiten, dass ich ihn überhaupt wieder reite und dann direkt sowas. Ja. Kann man halt nicht ernst nehmen. Aber gut, dass es ein Ei ist. Im Notfall kannst du es ja loslassen. Das war ja gar nicht so schwer. Nee, das ging. Oh, das sieht doch schön aus. Endlich mal wieder auf dem Gaul. Endlich wieder. Wir machen jetzt einfach eine richtig entspannte Runde draußen, würde ich sagen. Ja. Sieht so gut aus, wie du das Ei da die ganze Zeit hältst. Findest du? Ja. Soll ich immer so jetzt in den Stall gehen mit so einem Ei? Vor allen Dingen, die Leute fragen sich halt auch so, wer hat dieses Ei hier ausgebrütet? Nächstes Mal machen wir das mit einem Löffel. Da musst du dann die ganze Zeit das Ei auf dem Löffel gleichzeitig balancieren. Oh mein Gott, das ist zu schwer. Aber vielleicht mit so einem Löffel in der Hand und dann reiten. Ja. Das wäre cool. Eier-Challenge. Zu Ostern machen wir das nächste Jahr. Ja, das ist eine richtig coole Leute, Idee. Erinnert uns daran. Also bisher, muss ich sagen, klappt es richtig gut und es macht einfach so viel Spaß, mal wieder auf Gollum drauf zu sitzen. Ich reite ihn jetzt auch nicht jeden Tag, weil ich ihn auch ganz oft spazieren führe oder wir so Wohnarbeit machen. Aber es ist echt schön, immer auf ihm drauf zu sitzen. Und wie ist das so in einer Hand alles zu haben hier? Ja, klappt gut. Also, er macht halt nichts. Er ist einfach so, so lieb und deshalb klappt es gut. Und wie geht's dem Ei? Dem geht's auch gut. Ist noch nicht zerquetscht. Sehr gut. Oh, er ist so süß. Ich? Nein, Gollum ist gemeint. Ich bin so glücklich einfach. Ich wünsche, ich könnte ihn jetzt auch wieder richtig reiten. Leute, was ist das denn hier? Der hat auf jeden Fall gerade Oktoberfest gefeiert. Wir haben jetzt eine sehr große Runde gemacht und sind jetzt gleich wieder zurück am Stall. Und es ging wirklich sehr, sehr gut. Das Ei lebt auch noch. Und Gollum ist heute irgendwie richtig tiefenentspannt. Ja. Ganz gechillt, der Dude. Ist er. Aber das Wetter ist auch so schön und nicht windig oder irgendwas. Deshalb klappt es heute echt richtig gut. Zu gut für meine Verhältnisse ja. Für dieses Video. Irgendwie, ich habe schon Angst. Nein, aber ich muss ja gleich noch was mit Valentine machen. Ich glaube, ich mache Bodenarbeit mit einer Hand. Also da geht's safe ein Ei kaputt. Ich wollte hier gerade jemanden grüßen aus der Straße und ich so, hallo. Ja. So mit diesem Ei, ich kann nicht mehr. Das denken sich ja nicht die Leute. Ich glaube, die juckt einfach auch gar nicht mehr. Ich glaube, die denken, du hast bei den Nachbarn hier die Eier geklaut. Ja, habe ich gefunden im Feld. Ich wette mit dir, bei Valentino geht gleich eins kaputt. Das glaube ich auch. Schau mal, wie er da schon steht. Okay, Gollum, wir müssen jetzt zum Tritt. Nee, ich würde sagen, ich du springst so runter. Ich kann so nicht absteigen. Doch, nein. Runterspringen. Den Tritt hast du heute schon benutzt. Und nein. Der ist auch besetzt. Ich darf benutzen, was ich möchte. Oh, hier ist besetzt, Teller. Ja, ist mir egal. Oh. Gott. Guter Gollum, du bist so brav. Jetzt gib ihm zur Belohnung das Ei. Nein, nicht einfach das Ei, oh mein Gott. Oh mein Gott. Er wollte das wirklich nehmen. Das wäre halt so gefährlich gewesen. Ach Gollum, das ist ein Ei. Ach Gollum, hallo. Du hast ihm das so hingehalten, als wäre es ein Leckerli. Na Gollum, ich hab gleich noch was für dich. Erstmal machen wir deine Trense schnell ab. Und den Sattel musst du jetzt aber auch wieder abmachen mit einer Hand, sonst verbrauchst du ja den Joker wieder. Ach nee. Was machst du da, Hella? Das darf ich so nee, machen. Nee, du benutzt doch. Die Hand. Nee, Hella, nee. Es geht nee. Nicht anders. Hinter den Rücken mit der Hand, hinter den Rücken. Das geht, wetten, ich mach's dir auch mit einer Hand auf. Ich mach ja, dir eins. Ja, ich hab ja, das guck. Doch schon auf. Wenn man's will, dann schafft man's auch. Yummy. Mm. Ja. Er ist so brav gewesen. Nicht das Ei, er will halt das Ei essen. Ach. Ja. Jetzt geht das wieder los. Er will halt auch noch das Ei essen. Das kannst du nicht essen. Das geht einfach nicht. Hella, nimm ihn das auch weg. Du hältst ihm das auch die ganze Zeit vor dem Mund. Wow, das Pferd läuft halt auch weg. Dein Pferd läuft weg, Hella. Gollum, ich muss dich erst wieder anbinden. Das geht schon nicht. Denken sich die Leute. Juckt hier halt auch niemanden, was ich hier mache. Einfach Lucy so, hi. Ja, gut. Hab dich gefangen und das Ei kriegst du nicht zum Essen. So. Ich raste aus bei diesem Video noch. Ich finde, ich habe es super hoch geklappt. So kann es bleiben. Vielleicht krieg ich den aber so runtergenommen. Ja, musst du. Wo ist die andere Hand? Halt die hier hoch. Hier. Okay. Los, hochhalten. Hochhalten und weiterlaufen. So einfach durch den Stall laufen. Nein. Oh, es ist so schwer. Was machst du überhaupt da? Du drückst das doch gefühlt nur runter. Nein, ich drück das zusammen. Geschafft. Ohne ein Du. Am Ende wirklich Spiegelei. Nee, Rührei. Weil ja, das da ja, in dem Ei schon verrührt ist. So, jetzt nur noch die Gamaschen ab. Hat halt richtig Spaß gemacht, heute wieder ein bisschen zu reiten. Stell ihn noch kurz 5 Minuten rein in die Box. Bringen die Sachen weg und dann stellen wir ihn eben auf die Weide. Wir zeigen euch jetzt nochmal sein Kunststück. Denn wir haben uns weiterentwickelt. Gollum, zeig mal deinen Trick. Gut, super. Toll! Jetzt räumen wir eben die Sachen weg und dann stellen wir ihn auf die Beine. So, hopp, zieh dir deine Sachen aus, damit wir mit Valentina weitermachen können. Yes.
Na toll. Eigentlich muss ich den wieder zumachen. Das durfte ich machen. Tom sagt die ganze Zeit, ich würde schummeln, aber ich benutze die Hand ja wirklich nicht. Bin begeistert von mir selber. So, hängen die Sachen weg. Ich warte jetzt hier und dann geht's gleich weiter. Die Sachen habe ich jetzt weggebracht und ich würde sagen, jetzt machen wir was mit Valentino. Aber vorher muss ich noch meinen Joker verwenden. Wieso? Weil ich mir einen Zopf machen muss. Dafür willst du den verwenden? Ich sehe so schlimm aus ohne den Zopf. Also vor allem, wenn die... Nee. Leute, ich habe das einfach schon rausgenommen. Warte. Stopp. Überleg dir das gut, Hella. Doch, ich will den jetzt verwenden. Für deine Schönheit. Ich möchte mir einen Zopf machen, ja. Du siehst auch so gut aus, Hella. Das, ach, wie süß, das aber ist nein. So eine Verschwendung, Hella. Oha. Oh Mann, ey, das hätte ich nie im Leben gedacht, dass dir dein Zopf so wichtig ist. Der ist mir sehr wichtig. Vor allen Dingen habe ich keine Haarbürste, das war echt unnötig. So eine Verschwendung. Das wäre so, wie wenn du bei Wer wird Millionär einen Joker dafür einsetzen würdest, dass du deine Haare eben neu machen kannst. Also, unglaublich. Ich glaube, dafür muss man den nicht da verwenden, den Joker. Ja, aber hier musst du den auch nicht dafür verwenden. Also wirklich, hättest auch einfach drauf verzichten können. Hier, weiter geht's. Ei wieder in die Hand nehmen. Alle Joker sind aufgebraucht. Oh Mann, ey. Viel Erfolg. Weiß ja nicht, wie du das mit dem Heunetz von Gollum machen willst, ehrlich gesagt. Das kommt ja auch noch. Ja, oh natürlich. Mein Gott, ich bin so dumm. Was machst du da? Ich versuche das hier loszuwerden. Valentino! Er war doch gerade schon hier. Kriegst du es denn hin? Ja, geschafft. Machst du mir die Tür doch mal auf? Sehr lieb, danke schön. Hella, kriegst du es denn hin? Ja, es geht. Heute noch? Auf ein neues. Putzen. Oh mein Gott, hat er viel Dreck im Fell. Ja. Wir brauchen den Staubsauger wieder. Ja, wirklich ganz dringend. Schau dir das mal an. Valentino, was kommt denn hier alles raus? Vor 2 Tagen habe ich den wieder so gründlich geputzt. Das sieht schon wieder aus, als hätte ich ihn 1 Jahr lang nicht geputzt. Aber Leute, vor 2 Tagen habe ich ihn so gründlich geputzt, weil wir da Kutsche gefahren sind. Und schaut ihn euch jetzt an, es geht gar nicht. Es bringt einfach nichts. Einfach nie wieder putzen, wirklich. Das würde ich mir ja nicht antun, jeden Tag. Ja, aber jetzt in der Fellwechselzeit ist es wieder so schlimm, weißt du? Dass da so viel Sand drin ist, oder was? Nein, das ist auch so viele halt Haare davon. Ja, aber der ganze Sand hier, Hella, wie du auch einfach schon kniest. Ja, es geht nicht anders. Zu anstrengend. Nicht nachmachen, Leute, nicht nachmachen. Haben wir es denn? Ja, ich putze ihn heute einfach nicht so viel, ehrlich gesagt. Wir gehen jetzt gleich in die Halle und machen da ein bisschen Bodenarbeit, habe ich mir überlegt. Und mit einer Hand willst du ihn festhalten. Du schaffst es nicht mal mit 2 Händen, ihn zu halten. Ich lasse ihn komplett frei. Ach so, das ist schlau. Das ist schlau, Hella. Ich dachte, du hörst ihn wieder so an der Longe. Nein. Das lassen wir heute lieber. Das wäre auch lustig. Dann mal ab in die Halle. Viel Staub raus. Sieht man schon, ne? Wie gut das klappt. Ja, sehr gut. Kannst du die Tür einmal zu machen? Wieso? Wir wärmen uns schon mal auf. Hast du keine Hand mehr frei oder was? Nein, habe ich zufälligerweise nicht. Ja, dann mal los mit der Bodenarbeit, Hella. Wo wärmt ihr euch gerade auf? Ich sehe es nicht. Er legt sich ja gar nicht hin. Nein. Was ist denn los? Er ist brav. Heute sind beide meine Pferde brav. Ich bin wirklich begeistert mit diesem Ei. Ich ja. Ich mache das immer so. Einfach immer mit dem Ei in den Stall gehen. Wow. Irgendwas funktioniert hier gerade nicht. Ah. Wie viel Abstand will er nehmen von mir? Ich stinke, glaube ich. Oder er ist direkt neben dir, Hella. Wow. Oha. Ah. Lass ihn damit nicht durchkommen, Hella. Er legt sich gleich hin. Er legt sich gleich hin, Hella. Lass ihn doch nicht. Oh. Was soll ich halt machen? Er hat einen Ausweg gefunden aus der Bodenarbeit. Das ist nicht gut, Hella. Wo gehst du hin? Ich gehe jetzt weg und tue so, als hätte ich es nicht gesehen. Einfach so tun, als hätte man es nicht gesehen. Aha, hä? Gut. Es klappt. Also Bodenarbeit funktioniert gut mit einer Hand. Ja, das klappt eigentlich echt ganz gut. Fast sogar noch besser, als wenn du es mit 2 Händen machst. Aha, down. So. Wow. Bleib. Gut. Sitz. Sitz. Gut, Mops. Fällst du gleich wieder hin? Auf. Wow. Also bis auf den einen Hinleger hat er es heute unglaublich gut gemacht. Was ist mit deinen Pferden los? Ja, ich weiß es nicht. Die sind sehr vorsichtig zu mir, wenn ich ein Ei habe. Ich merk's. Die denken irgendwie, ich bin verhindert oder so wahrscheinlich. Ja, die haben auch Mitleid mit ihr. Und hopp. Gut, super. So, sind wir fertig? Ja, wir sind fertig. Endlich. Er hat so gut gemacht heute. Richtig cool. Hat heute richtig gut geklappt. Ich bin sehr, sehr happy. Eine Aufgabe wartet aber noch auf dich, Hella. Was kommt jetzt? Heusack stopfen. Noch den Heusack stopfen. Das schaffe ich niemals mit einer Hand. Okay. Dir bleibt nichts anderes über. Dein Zopf war dir scheinbar wichtiger als das Heusack. Ja. Sonst muss Gollum hungern. Nein, okay. Das machen wir noch. Oh, wie süß die beiden sind.
Was ist daran süß? Die stehen nur nebeneinander. Ist trotzdem süß. So, Hella, weiter geht's. Ich hab Hunger, ich will das Spiegelei gleich essen. Oh mein Gott, nicht im Ernst? Ja, das meinte ich ernst. Wie soll das halt gehen? Also abmachen wird dir noch einfacher, aber dran machen später. Ja, Gollum, ne? Das wird einfach Katastrophe. Schaffst du's? Nein. Du hast es fast geschafft, Hella. Oh, ja. Super. Hätte man jetzt echt nicht erwartet, aber wie soll ich das mal hochkriegen? Dann mal viel Erfolg beim Stopfen. Ich habe jetzt schon keine Motivation mehr, es ist zu schlimm. Feines Ei. Oh, Hella, das dauert mir hier wirklich viel zu lange. Ja, das geht nicht. Du kriegst es ja nicht auf, seit einer halben Stunde. Halt da vorne fest, ja. Teamwork. Wir haben vor allem beide nur eine Hand. Zieh du da dran. Wie beim Gefesselt-Video. Ach, so, warte. Okay. Yes! Okay, okay, das hätte perfekt noch Jahre gedauert. Du musst es halt irgendwo einspannen, Hella. Sonst klappt das halt nicht. Wow, Hella, hier würde ich nochmal umklappen. Oh oh, sehr gut. Dies schaut gut aus. Warum ist hier nicht einfach neue Heuballen drauf? Kommt erst später. Jetzt muss ich das von da hinten hier mal hin tun. Oder du drehst halt einfach dieses Teil um, Hella. Kann man das vielleicht drehen? Ja. Yeah. Work smarter, not harder. Das letzte bisschen. Und jetzt muss ich zumachen. Was ist das halt? Also das Finale kommt gleich noch, wenn du es erstmal dranhängen musst. Das Finale? Ja. Ich muss mir eben eine Karre holen. Okay, mit der Karre lassen wir das. Das geht auch einfach rein. Oha, der Weihnachtsmann. Sehr gut. Das war einfacher als mit der Karre. Das werde ich einfach niemals schaffen. Och Gott, jetzt kriege ich die Tür noch nicht mehr auf. Es wäre schlau, wenn du dir was drunter stellst, wo du dich draufstellen kannst, weißt du? Das stimmt. Aber erstmal musst du deinen Knoten reinkriegen. Also mit deinen Knoten bin ich echt beeindruckt, Hella, das muss ich sagen. Das kriege ich ganz gut hin, ne? Ja, aber du siehst ein bisschen schlapp aus. Und wo wird das jetzt drangehangen? In die hier. In die, okay, dann mal los. Oder du versuchst es hier drauf zu stellen und lehnst es da so gegen. Das könnte klappen. Letzte Aufgabe für heute. Ja, nicht mehr. Nicht weinen. Heulen jetzt. Okay, los. Nee. Hella, was machst du da? Ich mach gar nichts. Oh ja, ich sehe die Hand da unten sogar. Sehr gut. Guck mal einer an. Was machst du da? Meine Hand ist hier. Sehr gut. Ja, siehst du es, Tom? Wer hätte das gedacht? Ja, ach, wer hätte das gedacht? Du hast es geschafft, Hella. Ich kann es selber gar nicht glauben, dass ich das jetzt gerade geschafft habe. Oh mein Gott. Sehr gut. Es ging echt besser als gedacht. Ich würde sagen, wir treffen uns zu Hause. Ich finde, ich habe den Stalltag gut gemeistert. Ja. Und jetzt muss ich noch Gollum auf die Weide bringen. Dafür brauche ich eh nur eine Hand. Okay, oder? Und als Belohnung essen wir gleich das Ei. Für eine Belohnung. Er ist doch voll gut. Das Ei wird richtig durchgeschüttelt sein. Ja. Gut, dann sehen wir uns zu Hause wieder. Ja, bring ihn raus. Ich bin einfach froh. Ich entlöse dich, wollte ich sagen. Ich erlöse dich. Ach, du glaubst nicht, wie anstrengend das bitte war. Einfach okay, das noch essen. Bis gleich. Wir sind wieder zurück mit den Eiern und jetzt werden wir uns erstmal so ein Ei braten, würde ich das sagen. Das eine einzige Ei. Weißt du noch, welches es war? Das. Oh. Das? Das? Beide. Wollen wir beide einfach? Müsste ja theoretisch doch warm sein. Das hier? Das fühlt sich warm an, guck mal. Oder? Ja, das, oder? Das ist es. Es war das Ei, was den ganzen Stalltag mit mir gemeinsam erlebt hat. Deshalb werden wir es jetzt einfach braten. Einmal Pfanne einölen und dann braten wir das Ei. Hast du dir jetzt auch verdient, Hella? Besonders dein rechter Arm. Ja, vor allen Dingen benutze ich den jetzt immer noch, obwohl ich eigentlich schon längst entlassen bin. Ich so, er hält das noch aus. Bitte auch ein Ei. Wir teilen uns das, Hella. Das eine Ei. Ja. Hau es in die Pfanne. Ich will das jetzt schon noch einmachen. Oh nein! Was war das denn? Hä, ich habe das so durchgeschüttelt. Sicher, dass das war? Ja. Ach so, dass das Eigelb schon kaputt gegangen ist. Ja. Ich glaube, das ist gerade erst beim in die Pfanne. Wollen wir noch mal ein weiteres noch da rein? Ja, wir können ja alle Eckeier da rein tun und dann gucken wir, ob das war. Das auch war's auf gar keinen Fall. Eigelb. Oh, das war's auch nicht. Ah, das war's! Nein, das war's nicht, Hella. Jetzt brätst du es auf der Herdplatte. Hä? Seit wann schlage ich so die Eier auf? Ich weiß es nicht. Was machen wir jetzt? Hella, man brät das eigentlich in der Pfanne. Ach Gott. Nicht mit dem Handtuch. Tom, wie machen wir das jetzt? Wir braten das auf einer anderen Herdplatte, würde ich sagen. Schon anspruchsvoll, so Eier zu braten, muss ich schon sagen. Jetzt hast du den ganzen Tag aufgepasst, dass kein Ei kaputt geht und dann willst du es in die Pfanne hauen und dann Leute, es daneben. Das geht gar nicht. Naja, aber wenigstens haben wir drei Eier, die wir essen können. Warum tust du da Tomate-Mozzarella-Gewürz drauf? Lass mich bitte so kochen, wie ich möchte. Wenn du so kochen willst, wie du möchtest, dann klebe bitte diesmal nicht so und ich muss das dann wegmachen. Es tut mir leid. Ist das jetzt fertig, das Ei? Ja, ich drehe das jetzt um. Wir machen nämlich so ein Wendeei. Ein Wendeei? Oh mein Gott.
Das ist doch ein sehr schöner Abschluss des Videos, oder? Oh. Endlich hast du mal was für dein Essen getan. Ich hatte dich den ganzen Tag in der Hand und jetzt werde ich dich verspeisen. Wirklich gut. Naja, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir jetzt auch schon das Video. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, obwohl es so anstrengend war. Ich glaube, das war die schlimmste Challenge, die ich je gemacht habe und ich war wirklich kurz davor, die einfach abzubrechen. Aber es war trotzdem sehr witzig so im Endeffekt. Schreibt nochmal andere coole Challenges in die Kommentare, weil ja, vielleicht macht er dann nochmal eine davon. Ich fand Nein, also zwei Teile wird es davon auf gar keinen Fall geben. Doch, denn Hella, ich war fix und fertig danach, bin du ich musst ganz ehrlich. Also, nochmal einmal alles mit der linken Hand machen. Aber jetzt will ich erstmal sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.